als Geratgeber, als Diener, gibt es für mich Augenblicke, die immer herausragende Erinnerung meiner Tätigkeiten in einem Jahr. Da gehören natürlich ganz außergewöhnliche Ausstellungen, Ausstellungseröffnungen dazu. Und ein anderes Ereignis, das ich immer in Erinnerung behalte, und vor allem mich sehr gerne, wenn ich einen Jahresrückblick oder ein Dezennium zurückblicke, und mittlerweile sind es über 20 Jahre, die ich bereits Generalsekretär der DIN bin, ein ganz außergewöhnlicher Augenblick ist für mich dann immer auch, wenn wir eine ungewöhnliche Schenkung erhalten. Heute ist so ein ungewöhnlicher Augenblick und eine ungewöhnliche Schenkung. Wann ist eine Schenkung für uns ungewöhnlich und bedeutsam? Sie ist das, wenn sie uns mit etwas konfrontiert, das wirklich eine Lücke füllt. So leicht ist es nicht, in der Albertina Lücken zu schließen. Wir haben über 1,1 Millionen Kunstwerke und ich bin in der glücklichen Situation, oft nicht jammern zu müssen und klagen zu müssen, weil wir irgendeine niederländische Zeichnung des 17. Jahrhunderts, ein Gemälde des späten 19. Jahrhunderts nicht erhalten. Wir haben Vergleichbares bereits in unserer Sache diffus bewegt. Aber von diesen unterbewussten Kräften, die uns schon erzählen, eben diese drei sehr esoterischen letzten Endes auch, diese drei wunderbaren Gemälde. Herzlichen Dank an den Künstler und mein herzlicher Applaus dafür, dass wir das in uns haben. Meine Damen und meine Herren, es ist mir eine besondere Ehre und Freude zugleich, Sie anlässlich der heutigen feierlichen Gemäldeübergabe zu begrüßen, mit der der große österreichische Sammler Dr. Alfred Rogiani, der weltberühmten österreichischen Kulturinstitution Albertina, drei Gemälde aus seiner Sammlung als Grazie schenkt. Ich habe Lato Kaiser im Februar 2001 kennengelernt. Ich war damals am Anfang meiner grafischen Recherches und habe ganz anders als sonst Kaiser über einen anderen Maler kennengelernt. Normal ist bei mir, wenn ich als Sammler auftrete, ich sehe irgendwo ein Bild, eine Skulptur und versuche dann herauszubekommen, wer ist das, kann ich ihn treffen, kann ich ihn aufsuchen, kann ich ihm was abkaufen. Damals war es anders. Ich war an der Akademie in Zagreb bei Dalibor Baraj, einem Maler, der schon verstorben ist. Und der hat nach einer Weile gesagt, auf Deutsch, kommen Sie, Herr Doktor, ich gehe jetzt zu einem Kollegen. Und der hat mich genommen und wir sind ein paar Schritte gewalkt to New Atelier in der Akademie 2001. Und ich sah erstmals die Art der Malerei von Kaiser. Meine Damen und Herren, ich habe damals zu mir gesagt, ich muss das haben. Also das war so für mich, würde ich sagen, zwingend. Und ich habe es dann auch geschafft und habe bis zum Jahr 2008 eine große Kaiser-Sammlung aufgebaut, die dann im Künstlerhaus in Wien und in Zagreb in der modernen Galerie ausgestellt wurde. Ich darf anmerken, dass das Künstlerhaus Bože Miškovic auch die Eröffnung vorgenommen hat. Und ich darf auch hier begrüßen Biserka Rauter-Plancic, die damalige Direktorin der Modernen Galerie in Zagreb, die ebenfalls 2009 meine Sammlung ausgestellt hat. Danke.